Was für ein originelles 10-Arten-Video. Das hat noch nie jemand überhaupt irgendwo gemacht, vor allem nicht wir. Aber eigentlich machen wir das Video nur, weil unsere YouTube-Analytics gesagt haben, dass ihr zu 100% aus sozial gestörten Kellerkindern besteht, die den ganzen Tag nur Videospiele spielen. Also hier, bitteschön, 10 Stück davon in eure Hose aufgewärmt. Die Filmindustrie hat's vorgemacht. Anstatt sich was Neues auszudenken, stopfen sie ihren Scheiß, den sie schon haben, einfach in die Mikrowelle, drehen die auf 3 Minuten und boom, kommt dann ein heißes neues Teil raus. Also es ist nicht neu, aber es ist wieder heiß. Sie hoffen, dass es heiß ist, sagen sie so. Die Sinnigkeit dieser Remasters, Remakes oder wie man sie auch nennen will, variiert stark. Wow, endlich kann ich Skyrim für nur 60 Euro auf meinem Drucker spielen. Wow, sie haben sogar dieselben Bugs übernommen. Einer der erfolgreichen Remasters, oder sollte ich sagen Remakes, der letzten Zeit war wohl Resident Evil 2. Da haben sie nicht nur grafisch einmal feucht drüber gewischt, nein, auch alles unter der Haube ist eigentlich komplett neu. Es ist ein komplett neues Spiel, es hat nichts mehr mit dem Original zu tun. Doch, die Story. Oh. Es hat sehr viel mit dem Original zu tun, aber... Okay, aber es ist komplett anders. Die Steuerung zum Beispiel ist modern. Aber gut, würde es heutzutage rauskommen mit der Steuerung von damals, würde das keiner spielen. Dann gab es so sweet Collections wie Spyro, grafisch komplett gepimpt, Gameplay modernisiert, aber sehr treu dem Original nachempfunden. Und dann noch so Kleinigkeiten verbessert, wie Stimmen neu angesprochen, bipapo. Haben sich also richtig viel Mühe gegeben. Sehr viel Mühe. Und es kostet nicht mehr viel Geld für die 3 Spiele. Und dann gibt es da sowas wie Super Mario 3D All-Stars für 60 Euro. Alles genauso wie früher auch. Ja, denselben Bugs. Naja, manchmal ist ein Remake ja ganz cool, aber man will ja auch nicht ständig immer und immer wieder dasselbe Essen aufwärmen. Spinat zum Beispiel, den darf man nicht so oft aufwärmen und der macht dich dann krank. Aber es ist halt auch einfach ein bisschen lazy, ne? Könnt euch auch mal was Neues ausdenken. Suchtmaschinen. Hier könnte man sich darüber streiten, ob das wirklich Videospiele sind. Und damit meine ich, wenn du behauptest, dass das Videospiele sind, komme ich zu dir nach Hause und klatsch dich weg. Wir reden hier über Mobile Games. Und zwar wirklich über die Creme de la Creme der Mobile Games. Ich rede hier von Drück auf Start und das Spiel macht dann alles von alleine und du kannst 1000 Upgrades kaufen und es fragt dich permanent, ob du irgendwelche Coins kaufen willst, Spiel. Es ist buchstäblich nichts. Du machst nichts. Außer Zahlen angucken, die hochgehen und Dopaminausstöße. Es geht nur darum, Dopamin, Dopamin. Oh, hier ist eine Zahl. Oh, der will Upgrade. Oh, hier habe ich eine Box. Oh, ich will mehr, ich will mehr, ich will mehr. Hm, vielleicht kaufe ich da doch dieses eine Coin-Special für 1000 Euro. Das ist gerade im Angebot. Hm, für 2000 Euro. Wenn ihr Verwandte habt, die sowas spielen, ich muss auch ehrlich sagen, die meisten Leute, die ich gesehen habe, die sowas spielen, sind alte Frauen. In der U-Bahn oder was? Guckst du alte Frauen an? Heimlich? Filmst du sie dabei? Ich habe Verwandte und Freunde und sowas. Ich treffe auch mal Frauen über meinem Alter. Dass wir weird klingt. Ja. Ich meine, auf jeden Fall, nehmt es ihn weg und gibt ihn Stardew Valley. Und dann schiebt sie in ein Casino. Oder gibt ihn Sudoku, weil ganz ehrlich, Leute, sind meine Oma rastet aus. Die hat 1000 Millionen Sudoku-Bücher schon auf schwer durch. Dann braucht sie eine App. Ja. Weil ganz ehrlich, wenn Leute sagen, du bist kein Gamer, weil du Sudoku auf dem Handy spielst. Doch, Sudoku ist ein Game. Das ist ein gutes Game. Es macht Spaß. Der Müll, nee, das ist, nee. Ne, ne, ne. Schmutz. Einfach Schmutz. Dauerdienstleister. Die Zukunft der Videospiele ist Freemium. Diese Entwicklung kann jeder so sehen, wie er will, aber fangen wir mal mit den positiven Sachen an. Du kannst kostenlos Spiele antesten. Apex Legends gefällt dir nicht. Zwar kommt Rick dann nach Hause und klatscht dich weg, aber immerhin hast du kein Geld ausgegeben. Das Geld kommt über Skins und Special Events eingeflossen. Das hat den Vorteil, dass sie immer wieder frische Sachen reinbringen, um die Spieler an der Stange zu halten. An der Stripper-Stange. Die sind nämlich ganz schöne Nutschen. Darf man das sagen? Die sind ganz schön glitschig. Nachteil zum Beispiel ist, dass es funktioniert wie bei den Suchtmaschinen. Ein kleiner Teil der Spieler gibt viel zu viel Geld aus und alles ist so konzipiert, dass sie genau diesen Leuten immer mehr Geld in unsere Tasche ziehen. Und das ist moralisch ein ganz kleines bisschen fragwürdig. Die zweite Sache ist, Live-Service ist ein Haufen, eine Tonne, eine Scheißladung von Arbeit. Es gibt keine große Spielefirma, die sowas macht, von der du noch nicht gehört hast, dass sie die schlimmsten Arbeitsbedingungen haben. Stellt euch doch einfach mal vor, ihr habt eine 60-Stunden-Woche. Und die darauf auch. 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 Und es hört nie auf. Denn Live-Service endet nie. Und die darauf auch. Ob wir es wollen oder nicht, wir legen unsere Hand dafür ins Wasser. Die Zukunft ist Live-Service. Kostenlos Battle Pass und Cosmetics. Ein neuer John Wick-Skin mit Thanos-Boots. Und dazu ein toller Fancy-Boot. Du brauchst nicht rausgehen, ich mir beim nach. Bye. Fast fertig. Keine Angst, die Zukunft der Games ist noch nicht verloren. Sie liegt nur in den Händen der Indie-Entwickler. Like, seriously, da gibt's haufenweise richtig coole Spiele, die mit Herz und Liebe programmiert wurden. Weil, ja, das findest du in großen Aktienfirmen nicht mehr. Hm.
Du hast Schweiß vergessen und Sperma teilweise bei manchen Hentai-Anime-Spielen. Ja gut, trink doch einfach was. Indie-Entwickler haben nur ein kleines Problem. Sie haben kein Geld. Und das Geld kriegst du ja erst, nachdem du sehr lange gearbeitet hast. Hoffentlich. Was ist die Lösung? Early Access. Ich habe in letzter Zeit viele Indie-Spiele getestet und alle waren im Early Access. Und bei vielen fragt man sich auch, kommen die da irgendwann mal raus? Ich glaube, The Forest war irgendwie 6 oder 7 Jahre im Early Access. Problem dabei ist, dass die Spiele ihre maximale Aufmerksamkeit zum falschen Zeitpunkt kriegen. Zum Anfang, wenn es überhaupt noch nicht fertig ist. Raft war damals voll so, yeah, geiles Spiel, da kannst du Flüsschen bauen und so fahren und fischen, geil. Aber es gab noch nicht wirklich viele Inhalte und jetzt kommt Kapitel 2, irgendwie 2 Jahre später, nachdem es in den Early Access rein ist. Und manche Spiele werden gar nicht beendet. Keine Ahnung, warum. Und das ist... Weil sie vielleicht pleite gegangen sind. Viral Wonder. Wo wir gerade darüber reden, dass Spiele zu ihrem Anfang, wenn sie released werden, ihren maximalen Aufmerksamkeitsgrad erreichen, da gibt's kleine Ausnahmen. Vielleicht habt ihr es gesehen, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Rick ist auf jeden Fall ganz schön verdächtig. Among Us. Kinda sus. Sus? Sus? Ja, kinda sus. Kinda sus. Suspicious. Oder suspect? Ich weiß eins davon. Ist mir egal. Sus reicht. Was ihr vielleicht noch nicht wisst, oder wahrscheinlich schon, weil ihr seid super krass, das Spiel ist von 2018 und es hat damals irgendwie keiner gespielt, außer 12 Leute. Die bisher erfolgreichsten Spiele 2020, und das muss man sich mal reinziehen, sind Werewolf in Space, Takeshi's Castle Online und Furry Island. Entschuldigung. Weißt du, große Firmen, die holen sich mega harte Schauspieler, die sind aus Stahl, protzen mit Raytracing-Grafik, holen sich die gewieftesten Komponisten und produzieren die krassesten CGI-Trailer. Und dann kommt da so ein fetter Fall Guy und schnappt sich die Krone. Ist das? Tja, woran könnte denn das nur liegen? AAA-Desaster. Es ist faszinierend, wie viele AAA-Titel massiv gefloppt sind und wie wenig die Firmen daraus gelernt haben. Warum mögen die Leute unseren 60-Euro-Vollpreistitel nicht? Liegt es vielleicht daran, dass wir Fernsehwerbung in den Vollpreistitel eingebaut haben? Nee, Leute lieben Werbung. Das ist doch realistisch. Ist den Leuten das Spiel vielleicht zu schwer? Nee, ich meine, du kannst es ja gegen echt Geld leichter machen. Diese Coins, die du dringend brauchst, kannst du einfach kaufen. Ich meine, wer will sowas denn nicht haben in einem Spiel, was einen herausfordern soll und Spaß machen und... Oh, du bist aus der Rolle rausgebrochen? Ja, ich meine, what the fuck? Du hast es einfach nicht geschafft? Fuck. Fuck. Menschen, die denken, dass eine Firma besser wird, wenn sie auf den Aktienmarkt geht, gehören hingerichtet. Ja, das ist ein Aufruf zu Gewalt. YouTube, nicht falsch verstehen. Immer noch Satire. Immer noch Satire, Algorithmus. Nein. Oh, das Nein hast du nicht gehört, Algorithmus. Sag nur, anderes. Blizzard ist tot. Lang lebe Dreamhaven. Okay, wir wissen noch nicht mal, ob sie gut sind, aber... Es ist so übertrieben offensichtlich, warum Spiele scheitern und trotzdem versuchen sie es immer wieder. Alter. Geld regiert... Die Welt. Lizenzleichen. Oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Dieser neue CGI-Trailer von Harry Potter? Boah, das ist alles, was ich jemals wollte. Ein Rollspiel in der Harry Potter-Welt. Ja, so heißt es, oder? Schau, das sind alle Charaktere, die ich so... Weiß ich gerade gar nicht. Aber das sind Monster und Push und Snape, der anders aussieht. Wow, endlich kann ich ein Hufflepuff sein. Man sagt ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber eigentlich sollte die Hoffnung schon längst tot mit den Füßen einbetoniert auf dem Meeresboden sitzen. Liegen. Es gibt keine Hoffnung für Spiele, die auf Lizenzen basieren. Null. Absolut null. Batman? Aber diese Art Spiele existieren eigentlich nur, um aus einem Franchise nochmal richtig schön extra Geld rauszupressen, bevor es die Autorin komplett zerstört. Ich meine, dieses Harry Potter Mobile Game, yeah, wer gibt nicht gerne 15 Euro die Stunde aus, um ein Spiel zu spielen? Das Ding ist nur, richtig gute Leute, gute Entwickler, die wollen wahrscheinlich eher ihr eigenes Spiel machen und sich nicht nochmal mit irgendwelchen Aktionären auseinandersetzen, die tolle Ideen haben, wie man noch irgendwie eine Coin-Mechanik einbauen kann, um noch mehr Geld zu machen oder sich an irgendwelche Guidelines zu halten, damit das alles Corporate-Identity-mäßig alles so zusammenpasst und boah, ich schmeiß mit Wörtern um mich. Wirklich, es wird in den seltensten Fällen gut. Also macht euch lieber keine Hoffnung. Es ist nur Selbstschutz. Die der Altmeister. Wenn eine alteingesessene Spielefirma scheiße wird, kommt eine Indie-Firma und gleicht das aus. Das ist der Kreislauf des Lebens. Aber zwischendurch gibt's da noch so Urgesteine, die einfach konsequent ihre gute Qualität beibehalten. Wie zum Beispiel Nintendo. Oder...
Ja, die restlichen Firmen, die mir einfallen, sind gar nicht so alt. Ja, es ist nur Nintendo. Natürlich haben auch sie ihre Macken, Controller sind scheiße überteuert und bitte baut Ballcrafting in Animal Crossing ein. Was ist das? Aber jetzt mal wirklich, überlegt euch. Könnt ihr euch eine weitere Spielefirma vorstellen, die Animal Crossing rausgehauen hätte, ohne kostenpflichtige DLCs und irgendwelche Möglichkeiten für extra Skins kaufen und was man da nicht alles hätte kaufen können? Oh, du möchtest nicht bis morgen warten, dann zahl doch hier 5 Euro und dein Haus ist sofort abgegradet. Keine einzige Firma hätte dieses Spiel so rausgehauen, wie Nintendo es gemacht hat. Und deswegen hat auch keine einzige Firma ihren Umsatz verdreifacht, weil die alle dumm sind. Dumm, dumm, dumm. Macht einfach gutes Spiel. Oder seid einfach Japaner, weil die können es anscheinend. Dauerbrenner. Warum überhaupt neue Spiele? Wir haben uns mal so Steam-Statistiken angeguckt. Und die beliebtesten Spiele sind Counter-Strike und Dota. Das sind jetzt nicht gerade die neuesten Spiele, oder? Und jetzt muss man noch bedenken, in dieser Statistik sind Spiele wie League of Legends und Minecraft gar nicht drin. Ich will nicht wissen, was die für Spielerzahlen haben. Selbst Team Fortress 2 hat noch 100.000 Spieler. Gleichzeitig, jetzt gerade. Wahrscheinlich, wenn du gerade anguckst, spielen 100.000 Leute das Spiel. Warum auch immer? Weil es gut ist vielleicht. Menschen sind Gewohnheitstiere und die lieben es immer und immer wieder dasselbe zu tun, warum auch immer. Es ist sehr schwer, Leute von ihrem Lieblingsspiel wegzubekommen. Das mit der Wahrnehmung ist immer so eine Sache, weil oft kriegt man nur diese lustigen Meme-Games mit und denkt, wow, das spielen jetzt bestimmt alle. Aber im Hintergrund spielen immer noch wie viele Milliarden Leute Counter-Strike? Durchschnittlich 800.000 gleichzeitig. Ah, also 0,0008. Spiele, die du keine Minute aushältst. Dieses Spiel hältst du keine Minute aus. Das sind voll die dummen Spieleentwickler. Die sagen dann, Ziel des Spiels ist es nicht zu spritzen. Aber alles in diesem Spiel führt dich dazu, dass du spritzt. So, wer macht denn sowas? Was soll denn das? Weißt du, machst dieses Spiel an und dann ist da auf einmal deine Step-Spider, die in der Waschmaschine stecken bleibt. Und alles ist voller Spider-Action und das hältst du nicht aus, ey. Das ist nach 10 Sekunden ist da mein Zimmer schon voller Spider-Raps, so, ne? Da sind die Milfs in der Umgebung ganz unglücklich, weil für die habe ich dann keine Zeit mehr. Das sind Sylphs. Spiders I'd like to... Aber jetzt mal ganz ehrlich. Alle sind gerade so von wegen, oh, PlayStation ist viel besser. Nein, Xbox, ich muss die Xbox... Nee, ich glaube, niemand will die Xbox haben. Aber Leute, ernsthaft, Switch und PC, weil da ist Steam. Und wisst ihr, was Switch und Steam haben? Anime-Titties. Achso, das ist die eigentliche Art, die du meintest. So Sims, Dating-Sims, wo dann Anime-Gestöhne kommt. Und genau, Taubensimulator. Wusstet ihr, dass die Macher von Fall Guys einen Taubensimulator gespielt haben? Also einen Tauben-Dating-Simulator. Du fühlst Mensch auf einer Schule voller Tauben und dann kannst du mit dem flirten. Sie haben übrigens kein Scherz. Gemacht und nicht gespielt. Aber ja, du hast recht. Ja, die haben es gemacht. Die haben es mit Tauben. Okay. Egal, das waren 10 Arten von Videospielen. Remastered Definitive Edition. Very Deluxe. Muy pre-ordern. Oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Sollen wir noch mehr Videospiele remaken? Ich meine 10 Arten remaken? Oder sollen wir originell sein? Ja, und... Was mit dem Remake? Okay, yeah. Bis zum nächsten Mal. Man könnte meinen, wir haben irgendwas genommen. Ja, Mabel hat irgendwas genommen, ne? Mabel, was nimmst du denn da gerade?